Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel unseres neuerdings geliebten Let's Play Der Brief für den König, die neue Demo, die wahrscheinlich 24 Stunden lang sein wird und in der wir bisher schon einige tolle Sachen gemacht haben und bestimmt noch viele tolle Sachen machen werden. Wir sind mittlerweile auf Schloss Mistrinaut und haben hier beeindruckende Gemälde vor uns. Mistrinaut aus der Distanz von Karl Hubert Brecht. Das weißt du auswendig? Nö, steht unten auf dem Messingschild auf dem unteren Rahmen. Tja, Thury gewohnt ein Trottel und Lavinia wie gewohnt das Mädel, das ihn korrigieren muss. Landstraße in der Abendsonne von Theodor van der Croft. Das Ding ist sehr riesig, nimmt fast die ganze Wand ein. Ja, mein Vater sagt immer, van der Croft liebt alles Massige. Soweit ich weiß, galt das auch für seine Frau. Hey, ein Schenkelklopfer bei dem Spiel, sehr schön. Das finde ich gut. Bitte mehr davon. Das ist ja jetzt neuer Content. Alles muss neuer und besser werden. Lass uns jetzt erst einmal zu Ritter Edwinem gehen. Das ist wichtiger. Ach ja, genau. Wir müssen erst einmal Ritter Edwinem suchen. Ich nehme mir gerade auf den falschen Spielstand auf, merke ich gerade. Ja, wo war ich jetzt eigentlich zuletzt? Auf welchem Spielstand? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier waren wir auf jeden Fall schon drüber hinaus. Jetzt habe ich den Part schon angefangen, jetzt mache ich an der Stelle einfach weiter. Ja, kein großes Geheimnis jetzt mittlerweile. Ich habe mal einfach so ein bisschen vorgespielt, weil ich so wissen wollte, was mich so erwartet. Bin ich schneller geworden? Mir komme ich mir so vor, als wäre ich schneller geworden. War ich schon die ganze Zeit über so schnell? Falls ich schon die ganze Zeit über so schnell war, cool. Wenn nicht, dann bin ich es jetzt. Wir müssen erst einmal den alten Medikus suchen. Und wir können uns hier eigentlich im Schloss auch ein bisschen umsehen und mit Sachen interagieren. Eine recht zerbrechlich wirkende Keramikvase. Sieht sehr edel aus. Und ist auch teuer, glaube ich. Lass sie mal besser, wo sie ist. Was ist das hier? Nur irgendeine unbedeutende Alkove, von der niemand genau weiß, warum sie erbaut wurde. Meister Vicus glaubt aber, dass sie ursprünglich mal der Zugang zu einem Seitenschiff gelegen haben soll. In ein paar alten Schriften hat er wohl Hinweise darauf gefunden, dass das Schloss hier einst eine eigene Kapelle hatte. Das würde mich interessieren, ob die Schrift in der Bibliothek zu finden ist? Sicher, wir können ja mal später nachsehen, die Bibliothek ist oben. Vielleicht liegt ja ein Geheimgang hinter den Regalen. Quatsch! Wieso? Kann doch sein. So viel, wie ich als Kind durch das Schloss geströmert bin, wüsste ich davon. Gestromert. Gestromert, natürlich gestromert. Und was ist das hier? Ein Lüftungsschacht. Glaube ich. Die sind in mehreren Zimmern des Schlosses zu finden, damit die Luft besser zirkuliert. Ein Geheimgang, ich wusste es. Hörst du jetzt endlich damit auf, dauernd von Geheimgängen zu faseln? Thury ist komplett verrückt. Er leidet bereits jetzt an dem Abenteurer-Syndrom. Oder gibt es einen Namen für diese Krankheit, die Abenteurer haben? Hier oben geht es raus in den Garten, denke ich. Ach, das ist ja interessant. Das ist so eine Art, kann man das 3D-Effekt nennen? Das hat hier auf jeden Fall mehrere Ebenen. Es sieht ein bisschen verwirrend aus. Sind das hier Säulen? Ja, das scheinen Säulen zu sein. Also das da oben ist sozusagen die Ebene über uns, die wir eigentlich von dort, wo wir jetzt geradeaus stehen, gar nicht sehen könnten. Aber da wir ja in einem Spiel aus der Vogelperspektive sind, sind so manche Sachen möglich, die eigentlich unmöglich sein sollten. Ja, der eigentliche Grund, weswegen ich ein bisschen vorgespielt habe, war, dass ich mich hier nicht im Schloss verlaufe, damit ich erstmal hier diese Sachen erledigen kann. Keine Sorge, ich habe nicht zu weit vorgespielt. Eigentlich nur bis zu Ritter Edwinem, wie ihr ja gerade eben gesehen habt. Hä? Na du? Wer schleicht sich denn da von hinten so still an mich heran? Vicus. Ah, hallo, meine liebe Lavinia. Da haben mich meine alten Lauscher wohl doch nicht getäuscht. Du schwebst immer noch genauso federleicht über das Gras wie als kleines Kind. Doch sag mir, wer ist der fesche junge Mann an deiner Seite? Hast du auf deiner Reise etwa einen neuen Freund gefunden? Thury, darf ich vorstellen? Das ist Meister Vicus, der Medikus. Vicus, das ist Thury. Ich habe ihn den Lärchengrund kennengelernt. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, junger Herr. Ich bin sicher, ihr seid genau der richtige Umgang für die junge Baroness. Viel geeigneter als ich, alter Kerl. Macht euch nicht unnötig klein, Vicus. Ich habe das Gefühl, ihr seid hier der Einzige, der noch bei klarem Verstand ist. Ach, und wieso das? Da fragt ihr noch?
Tides hat die Wegeburg schließen lassen, sodass wir uns durch die Kanalisation Zutritt zum Schloss verschaffen mussten. Kaum angekommen, musste ich feststellen, dass mein Vater krank ist und ich nicht einmal zu ihm darf. Ich hatte mir die Zustände hier bei meiner Rückkehr wirklich anders ausgemalt. Hey je, was ist denn nun hier los hier? Ach, davon redet ihr. Nun, das ist in der Tat eine schlimme Sache. Ich finde sehr, dass er die ganze Zeit grinst. Oder zumindest sieht er irgendwie gut gelaunt aus. Irgendwie nett und freundlich. Tidas hat sich verändert. Und nicht zum Besseren, wie mir scheint. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, sonst würde ich es euch sagen. Irgendetwas ist zweifellos mit ihm geschehen. Leider bin ich Medikus und kein Geistleser, deswegen kann ich nicht sagen, was er verbirgt. Dass euer Vater erkrankt ist, ja, das ist richtig. Und ich bin überzeugt, dass Tidas Verhalten etwas damit zu tun hat. Irgendwie erinnert mich das gerade an den Plot aus Arafel. Also vielleicht hat Arafel auch nur aus dem Brief für den König geklaut. Oder vielleicht ist dieser, jemand hat den König vergiftet Plot und übernimmt jetzt irgendwie seinen Platz oder sorgt dafür, dass dunkle Mächte die Macht ergreifen können. Einfach einer der ältesten Plots der Welt. Und deswegen findet man den wohl in jedem zweiten Spiel oder Buch. Und ich bin überzeugt, dass die das Verhalten was damit zu tun hat. Wann ist das passiert? Lasst mich nachdenken. Vor ein paar Tagen, nachdem ihr euch auf den Weg gemacht habt. Es fing als läppischer Schnupfen an. Euer Vater nieste eines Morgens sein Käsebrot voll. Wir alle machten noch Späße darüber. Das war, bevor er bettlägerig wurde. Innerhalb eines Tages holte es ihn glatt von den Füßen. Erst dachte ich, na, wird schon nicht so schlimm sein. Vielleicht die Grippe oder dergleichen. Nichts, was man nicht behandeln könnte. Aber keine meiner Methoden schlug an. Euer Vater wurde von Stunde zu Stunde schwächer. Und dann, tja, dann kam Tidas. Er ließ die Tür zu den Gemächern eures Vaters versperren und doch dazu bewachen. Mich warf er hochkant hinaus. Jetzt stehe ich hier und denke über einen Weg nach, wie ich euren Vater heilen kann. Was natürlich reichlich schwer sein dürfte, dank dem Hauptmann. Tidas, dieser Hund, wenn er etwas plant, werde ich ihn... Ja, es ist eine äußerst heikle Lage. Ich weiß nicht, was Tidas plant, aber es ist ganz sicher nichts Gutes. Mehr und mehr teile ich eure Meinung, dass er eine zutiefst unsympathische Art an sich hat. Haben wir das so ausgedrückt? Dabei war ich all die Jahre immer unparteiisch. Hör zu, ich bin hier in die Gärten gekommen, um mich ein wenig zu entspannen. Vielleicht komme ich hier so zu einer Idee, die uns hilft. Habt ihr schon Edwinem gesehen? Nein, wo ist er jetzt? Nun, in seinen Räumlichkeiten nehme ich an. Er ist schon den ganzen Tag schrecklich wütend. Heute Morgen wäre er Tidas fast an die Gurgel gegangen. Ich schied ihn davon ab. War vielleicht ein Fehler. Ich hoffe es nicht, junger Herr. Nehmt es nicht persönlich, aber ich denke, wir sollten dieses Gespräch zu späterer Stunde fortsetzen. Wenn sich die Wogen etwas geglättet haben und wir alle ruhigere Gedanken gefasst haben. Beim Abendessen vielleicht? Wie wäre es, wenn ihr eurem Freund ein wenig das Schloss zeigt? Bei der Gelegenheit könntet ihr auch gleich Ritter Edwinem besuchen gehen. Ja, das klingt vernünftig. Vielleicht kann er uns noch mehr erzählen. Noch mehr? Ich finde dieses noch vor dem... Also einfach mehr erzählen hätte an der Stelle tatsächlich gereicht, weil ich finde irgendwie durch dieses noch mehr klingt es tatsächlich so, als wäre es ein bisschen genervt. Aber vielleicht kommt mir das nur so ein bisschen vor. Vielleicht kommt mir das jetzt gerade nur so vor, dass es sie irgendwie genervt klingen lässt. Ich weiß es nicht. Vielleicht bilde ich mir Sachen ein. Manchmal liest man auch wirklich zu viel zwischen den Zeilen, weil, ja, viele Texte wurden da vielleicht doch nicht so gut durchdacht, wie man es gern hätte. Ich meine, nicht jeder ist ein Schriftsteller in dem Sinne, beziehungsweise normalerweise werden Texte ja auch in der heutigen Zeit nicht mehr allein geschrieben. Keiner schreibt einen Text in dem Sinne allein, da gibt es dann immer noch unzählige Korrekturleser und da werden immer noch Änderungen eingebracht und so weiter. Deswegen, vielleicht interpretiere ich da zu viel hinein. Lavinia ist ganz sicher nicht genervt. Das hoffe ich. Er ist ja zuweilen recht eigen. Also, wir sehen uns beim Abendessen. Und danach können wir uns ja vielleicht in meinem Zimmer auf einen Umtrunk treffen. Na, wie klingt das? Gut, sehr gut. Wo sind die Gemächer dieses Ritters? Im Südkomplex, wo wir hergekommen sind. Obergeschoss. Los geht's. Los geht's, in der Tat. Das hat tatsächlich länger gedauert als erwartet. Oder nein, eigentlich hat es genauso lange gedauert, wie ich erwartet habe. Denn wenn man das Ganze irgendwie so offscreen macht und die Texte skippt, dann geht das irgendwie immer alles verhältnismäßig schnell. So, jetzt bin ich wieder, oder jetzt müsste ich eigentlich gleich hier oben bei meinen geliebten Gemälden sein. Ja, wenn ich jetzt noch so wüsste, wo, das sieht doch gut aus.
Die große Galerie. Hier sind wir richtig. Dritte Elfenems Gemächer sind im zweiten Nebenflur. Und auch mein Zimmer und die Gästeräume sind hier zu finden. Ich nehme an, das ist, wo ich nächtigen werde. Exakt. Wer ist dieser Edwinem? Der unheimliche Botschafter, von dem ich dir erzählt habe. Man nennt ihn auch den Ritter mit dem weißen Schild. Was, wirklich? Ja, was ist denn los? Nichts, ich bin nur erleichtert. Lass uns zu ihm gehen. Wow, der Ritter mit dem weißen Schild. Jetzt können wir uns ja wirklich noch diese ganzen coolen Gemälde angucken, sehr schön. Wohlgenährter Adelsmann, von Johann Freiherr von Deltaland. Wen hat er denn da abgepinselt? Ein Selbstporträt. Ein Selbstporträt. Sieht doch eigentlich ganz stattlich aus, so wie ich das in dieser 2D-Igkeit sehen kann. Die große Galerie. Die große Galerie besteht doch nicht nur aus 3 Bildern, oder? Nein, das kann ich nicht glauben. Ein Bild. Wir zählen jetzt einfach mal nach. 2, 3. Das sind wirklich nur 3 Bilder. Aber Herr Edwinem, lass mich doch bitte wieder hinein. Es war doch nicht meine Absicht, den Wein zu verschütten. Ach ja, erinnert mich ein bisschen an Kyla aus Sternenkind-Saga. Ich muss immer kurz überlegen, nicht, dass ich die ganzen Namen und so weiter durcheinander bringe. Ich will immer ziemlich gern von der Eireise erzählen. Potztausend, hörst du schlecht? Ich sag dir raus mit. Dir. Wer zum Geier bist du denn, Junge? Hat Julius seinen Dienst endlich quittiert? Das Weite gesucht? Die Flucht ergriffen? Bist du der Neue? Regel 1, Maul halten und nachdenken. Regel 2, auch sonst das Maul halten. Alles klar? Wir sind nicht die Neuen, Edwinem. Ich bin wieder zurück. Lavinia! Na, da hol mich doch der Teufel. Du bist wieder da. Lass dich ansehen. Du bist es. Ich dachte schon, mein grauer Star spielt mir wieder gemeine Streiche. Prächtig siehst du aus. Reifer, die Wildnis hat dir gut getan, will ich meinen. Es waren doch scheinbar nur ein paar Tage. Wer ist die halbe Portion? Thury aus Dagonaut. Er reist mit mir seit Lärchengrund. Er hat dasselbe Ziel wie ich. Schön, Sie kennenzulernen, Herr. Ruhe! Du sprichst nur, wenn du gefragt wirst, Bursche. Lavinia, auf ein Wort. Wer ist der Kerl? Den mag ich nicht. Keine Sorge, Thury ist in Ordnung. Er ist ein Reisender, wie ich einer war. Deshalb haben wir beschlossen, zusammenzureisen. So, so. Ich nehme an, ihr wart in der Wildnis auf der Leine, ihr beiden. Ja, den größten Teil der Zeit. Wieso? Hat er mit dir, also, hat er irgendwelche Dummheiten angestellt, von denen ich wissen sollte? Auf irgendeiner Seitenstraße oder vielleicht einer einsamen Lichtung? Was? Nein! Edwinem, was denkt ihr euch? Mir kannst du sagen, Kleine. Sei ehrlich, ist etwas passiert? Natürlich nicht. Sag nicht natürlich in diesem Ton. Das passiert ständig und überall. Ich versichere euch hiermit feierlich, dass Thury mir keinen Ärger gemacht hat. Es ist ein Zweckbündnis, das bald aufgelöst wird. Wir sind Gefährten, nur Gefährten. Oh oh, das könnte der Anfang zu einer großen, wunderbaren Liebe sein. Ich hoffe nicht, dass dieses RPG-Maker-Spiel dieses Klischee erfüllen wird. Ha. Na, dann will ich dir mal Glauben schenken. Denn wir wissen ja alle, Lavinia taucht im Buch eigentlich gar nicht auf. Du Bursche! Aufgemerkt! Was willst du auf Schloss Mistrinaut? Ich habe nach euch gesucht. Mir? Gott gütiger, zu viel der Ehre. Wieso? Das interessiert mich jetzt aber auch. Ihr seid der, den meine Ritter mit dem weißen Schild nennt? Erfreulich zu sehen, dass der Titel auch in Dagonaut bekannt ist. Ja, so nennt man mich zuweilen. Du brauchst aber nicht zu denken, dass ich deswegen ständig mit einem weißen Schild herumrenne. Das ist ein Ehrentitel, den ältere Fatzken als ich einst meinten, mir dringend verleihen zu müssen. Wenn das ein Ehrentitel sein würde, dann wäre es immer groß geschrieben. Der Ritter mit dem weißen Schild. Also der weiße Schild ist dann auch groß, ne? Aber wenn der weiße Schild klein ist, dann ist es einfach nur ein Ritter mit einem random weißen Schild. Ja, und genau das wurde bisher immer gesagt. Also ist es ein Ritter mit einem random weißen Schild? Also will ich ihn auch mit einem random weißen Schild rumlaufen sehen und nicht als Ehrentitel. So, das wollte ich mir gesagt haben. Wenn ihr also der seid, den ich suche, dann muss ich in einer wirklich... Dann muss ich in einer wirklich wichtigen Sache mit euch reden. Der Brief? Genau. Endlich bin ich am Ziel. Mir wurde ein Auftrag auferlegt, einen Brief nach Unauen zu bringen. Und ich sollte euch finden und um Hilfe bitten.
Das ist der Grund für meine Ankunft hier. Ein Brief? Ist ja interessant. Wer hat dir diesen Brief gegeben, Junge? Sag es mir. Ein Mann mit Kapuze und Mantel. Er nannte sich einen Boten. Ich verstehe. Gut. Ich will glauben, dass du die Wahrheit sagst. Ist dir klar, was du bei dir trägst, Junge? Nicht wirklich. Ja, das merke ich wohl. Hör mir jetzt zu und lausche genau. Der Brief, den du bei dir trägst, ich habe ihn geschrieben. Da steht eine Nachricht, die an den Rat von Unaun gerichtet ist. Ihr? Ich war kürzlich an einem schlimmen Ort. Und was ich dort gesehen habe, war jenseits von besorgniserregend. Der Bote, von dem du sprichst, ich kenne ihn. Flüchtig. Ein Mann meines Volkes. Und ein Mutiger noch dazu. Er sollte den Brief für mich in die Hauptstadt von Unaun bringen, da ich hier meine Verpflichtungen nachkommen musste. Wie es scheint, wurde er schon bald gejagt. Daher hat er den Brief an einen Unbeteiligten weitergegeben, um die Spur zu verschleiern. An dich. Es war richtig von ihm, dir von mir zu erzählen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er ist ein guter Mann. Ich kann mir kaum ausmalen, wie erbarmungslos sie ihn gehetzt haben müssen, wenn er glatt in Dagonot gelandet ist. Seid ihr auf dem Weg hier angegriffen worden? Ja, eine Horde Evelaner unter der Führung einer roten Reiterin griff uns am Waldesrand an. Wir bezwangen sie, aber... Dann sind sie näher, als ich dachte. Verdammt, das macht die Sache nicht einfacher. Als ob wir mit Tidas nicht schon genug Probleme... Aber natürlich! Was ist los? Tidas! Er hat irgendetwas vor, da bin ich mir sicher. Er hat versucht, euch vor der Ankunft hier im Schloss abzuhalten. Wieso sonst hätte er die Wegeburg versperren lassen sollen? Er war schon die ganze Woche ein noch größeres Ekel als sonst. Klingt nach einer Möglichkeit. Ob er von den Evelanern gekauft worden ist? Möglich. Und die Krankheit eures Vaters. Vikos sagte mir heute Morgen, der Baron wäre an nichts erkrankt, was der Medikus je gesehen hätte. Vielleicht hat Tigas den Baron vergiftet. Mit irgendeinem evelanischen Teufelszeug, das ihm zugesteckt wurde. Und Vikos lässt er gar nicht mehr zum Baron. Wie soll der ihn da heilen? So wird er dafür sorgen, dass der Brief in Mistrinaut keine sichere Rast finden kann. Und dich, Junge, werden sie dann bei nächster Gelegenheit festsetzen. Dann ist der Brief wieder bei seinen Herren. Das darf nicht passieren. Was schlagt ihr vor? Wir müssen Tidas zuvorkommen. Ohne Beweise dürfte das reichlich schwierig werden. Aber wenn wir es geschickt anstellen... Ich schlage einen Frontalversuch vor. Du, Junge, gehst zu Tidas und miebst den arglosen Unwissenden. Du hilfst ihm dabei, Lavinia. Befragt ihn. Aber seid vorsichtig bei der Wahl eurer Fragen. Unsere Tarnung darf nicht aufliegen. Möglicherweise verplappert er sich bei irgendeiner Antwort. Und dann schlagen wir zu. Ich kann es nicht fassen, dass Tidas sich so verändert haben soll. Vielleicht hat Tidas auch vor, ein Vampir zu werden. Vielleicht wurde ihm genau das versprochen. Aber zumindest klingt das Ganze nach einem Plan. So machen wir es. Gut. Berichte mir dann heute Abend beim Abendessen, was ihr herausgefunden habt. Beim Essen wird schon nichts passieren. Und falls doch, sind ja Vikos und ich noch da. Falls wir nicht vergiftet werden. Und ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Tidas hockt bestimmt wieder in seinem Wachraum herum. Unten im Westflügel. Beeilt euch! Wir sehen uns heute Abend! Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich später noch genug Gelegenheit haben werde, dieses Schloss zu erkunden. Neuer Auftrag, verhöre Tidas im Wachraum. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, gucken wir uns das zumindest mal noch so ein bisschen an. Dann also zu Tidas. Der war mir vorhin vielleicht unsympathisch, der Kerl. Müssen wir uns wirklich mit ihm abgeben? Sicher. Du hast Edwinem gehört. Wir müssen herausfinden, was er weiß. Wenn wir es richtig anstellen, wird er keinen Verdacht schöpfen. Andererseits kann ich dir auch gerne erst einmal die anderen Räume hier oben zeigen. Ich habe es beim besten Willen nicht eilig, mit Tidas zu reden. Die Frage ist, wie viele Gelegenheiten wir dazu noch haben werden. Ich überlege gerade, ich habe ja sowieso ein bisschen Zeit, beziehungsweise ich kann mir bei der Brief für den König allgemein ein bisschen Zeit lassen. Ich würde einfach vorschlagen, wir belassen es bei dem Part jetzt erstmal dabei. Der war jetzt ein bisschen kürzer. Ich wollte auch ehrlich gesagt hier den Großteil dieses Gequatsches durchbekommen, weil ich wusste einfach, dass das schon ziemlich genau den ganzen Part dauern wird. Schreibt einfach mal eure Meinungen und Kommentare dazu in dem Part und ich werde dann einfach sehen, wie ich dann beim nächsten Mal genau weitermache. Ob wir uns dann hier oben umsehen werden oder... Ne. Am Ende frage ich einfach Streuni offscreen und nehme den Part dann einfach direkt jetzt gleich im Anschluss noch auf. Oder vielleicht auch morgen oder wer weiß wann. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Let's Play Der Brief für den König wieder. Ich würde mich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis dahin.